In diesem Video erkläre ich dir, warum es wirklich wenig Sinn macht, deine Heizung nachts komplett auszuschalten. Wenn du also wissen möchtest, ob es sinnvoll ist oder nicht, die Heizung nachts auszuschalten, dann bleib auf jeden Fall dran und schau dir dieses Video einmal bis zum Ende an. Heizen geht gerade heute ins Geld. Doch nicht jede Methode, die auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, ist es auch. Denn das beliebte Ausschalten der Heizung über Nacht kann deine Heizkosten ungewollt in die Höhe treiben. Denn deine Heizung braucht umso mehr Energie nächsten Morgen, um die Raumtemperatur wieder zu erwärmen. Daher ist es sinnvoll, die Heizung lediglich nachts ein wenig herunterzuregeln und nicht komplett auszuschalten. Das Umweltbundesamt zum Beispiel empfiehlt tagsüber eine konstante Raumtemperatur von 20 Grad in den Wohnräumen. Das entspricht etwa der Stufe 3 auf deinem Thermostat. Nachts kann die Heizung auf 15 Grad Celsius herabgesenkt werden. Das entspricht dann etwa der Stufe 1 bis 2 auf deinem Thermostat. Kommen wir also zum Fazit, ob es wirklich sinnvoll ist, die Heizung nachts auszuschalten? Nein. Denn wenn Decken und Wände nachts vollständig auskühlen, steigt die Schimmelgefahr. Außerdem braucht die Heizung am nächsten Morgen eine längere Vorlaufzeit, um den Raum wieder aufzuwärmen. Das kostet im Zweifel deutlich mehr Energie. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Tipp ein wenig weiterhelfen konnte. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!